Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Nico und ich haben frei. Wir sind gerade auf dem Weg zur Burg Eltz. Man hört es an meiner Stimme, dass ich schon wieder ein bisschen angeschlagen bin. Aber es war mir ja fast klar, dass ich krank werde, sobald wir frei haben. Die Hunde sind dabei. Es ist frischer, als ich dachte. Ich wollte schon ohne Jacke los heute Morgen. Zum Glück habe ich es dann doch nicht gemacht, habe auf Nico gehört. Wir haben nämlich hier nur 10 Grad, aber heute Mittag soll es halt wieder richtig schön werden. Die Sonne kommt auch gerade raus. Deshalb gucken wir mal, ob wir ein paar schöne Fotos auch hinbekommen. Guten Morgen! Nico springt halbnackig im Hintergrund hier rum. Wir fahren jetzt gleich zum Dena ein paar Blümchen kaufen. Baddy nehmen wir mit. Plio bewacht die Couch da hinten. Weiß nicht, ob man sie sieht. Da hinten liegt sie auf der Couch. Dass meine Erkältung nicht wirklich besser ist nach dem Ausflug gestern, kann man sich ja denken. Nico hat hier noch unser Regal gestern aufgebaut vom dänischen Bettenlager. Bin mega zufrieden damit. Endlich müssen wir nicht mehr unsere ganzen Ordner aus irgendwelchen Kartons zusammensuchen, sondern haben die auch griffbereit. Gleich ein bisschen Deko auch hier oben drauf verteilt. Und genau, jetzt machen wir uns mal auf den Weg und suchen uns ein paar Pflänzchen aus. Uns überlegt, dass wir uns jetzt einfach ein bisschen ans Wasser setzen bei dem Wetter, weil so einen langen Marsch schaffe ich heute nicht nochmal. Beziehungsweise gestern sind wir eigentlich gar nicht so lang gelaufen, wir haben auch mehr Pause gemacht, als wir gelaufen sind. Nur zu Hause rumsitzen kann ich so gar nicht und schon überhaupt nicht, wenn wir jetzt mal frei haben und was unternehmen können. Und deshalb, das Wetter steht. Genau, das Wetter passt. Deshalb haben wir uns gedacht, wir setzen uns jetzt einfach ein bisschen in die Sonne und entspannen uns. Und Bailey kann währenddessen schwimmen, dann ist die auch ausgepowert. Wer chillt denn da im Schatten? Ist dir zu warm, Mäuschen? Bester Platz. Wir sollten uns auch hier hochlegen. Super. Männchen. Männchen. Gut. Willst du nicht mal dein stylisches Accessoire zeigen? Das ist absolut stylisch. Das kommt aus den 70er Jahren. Cooler geht's nicht mehr.
Guten Morgen, falls ihr im Hintergrund die Eier kochen hört, das sind die Eier. Ich mache uns gerade Frühstück, die Hunde haben gerade schon gefrühstückt, wie ihr gesehen habt. Dann drehen wir erstmal eine schöne Runde, dass die ausgepowert sind, weil wir dann noch zu Ikea fahren wollen, ein bisschen Kleinkram besorgen. Und was steht sonst noch so an, Hasi? Ja, stimmt, wir wollen uns den Garten mal noch angucken, weil ja jetzt das Projekt Haus nicht abgeschlossen ist, aber erstmal pausiert. Und da wollen wir mal gucken, dass wir wenigstens dann die Zeit überbrücken und den Garten ein bisschen schön machen. Der sieht nämlich aus, huiuiui. Also da liegt auch nochmal viel Arbeit vor uns. Und hinten wollen wir uns eine Sitzfläche nämlich hinbauen. Die Terrasse noch nicht, weil wir ja noch nicht angebaut haben. Also wir wollen ja noch anbauen und dahinter dann erst die Terrasse machen. Aber ja, ganz hinten wollen wir auch noch eine Sitzfläche hin haben. Und das schauen wir uns später mal an und machen uns da einen Plan. Unnötig Kram haben sie wieder gekauft, gell? Nee, war schon alles geplant, was wir gekauft haben. Außer die Duftkerze. Die kommt jetzt auf den Tisch. Nico sagt, die riecht nach Klostein. Finde ich gar nicht, die riecht voll gut. Olli bellt die ganze Zeit draußen, gell, Mäuschen? Stellen wir mal unsere neue Salatschüssel noch hier rein. Die steht hier. So. Ach, übrigens, die Buchstaben habe ich noch bemalt. Es ist etwas angekommen, auf das du schon lange gewartet hast. Ich sehe es nicht ohne Brille. Vetivo-Test. Unser neuer Wurmtest von Vetivo ist da. Zeig mal, ich habe die Kamera gerade laufen. Die haben nämlich ein neues Design von der Probenbox. Ich zeige das aber auf Instagram genauer, weil das ja eine Kooperation auch auf Instagram ist. Ja, euer Wurmtest, ne? Ich verlinke euch nochmal das Video, wo ich den schon mal getestet hatte. Finde ich eine ganz tolle Sache. Ja, ihr freut euch, dass wir wieder zu Hause sind, gell? Kannst du mir helfen, die Kisten zusammenzubauen? Also ja. Zusammenzubauen. Ich glaube, die muss man nur falten. Ich bezweifle es, ob die von der Tiefe da reingehen. Doch, ja. Hör auf! Baby fängt jetzt schon an, es auseinanderzunehmen. Mit wem mache ich denn den Test? Letztes Mal war die Baby dran. Testen wir mal die Plio auf Würmer. Weil wir halt auch gar nichts davon halten, Wurmkuren einfach so zu geben, ohne dass wir wissen, ob überhaupt Würmer vorliegen. Deshalb finden wir die Vetivo-Wurmtests super klasse. Da muss man nicht mal zum Tierarzt fahren, kann bequem von zu Hause aus sammeln und in den nächsten Briefkasten werfen und bekommt dann das Ergebnis auf sein Handy. Das passt tatsächlich nicht, glaube ich. Vielleicht dann doch eher die kleine Box. Ich dachte, das wäre tiefer. Meinst du, die andere hätte passt? Aber doch, die passt. Du kannst ja bis zur Wand nach hinten schieben. Ja, stimmt. Setz dich her. Ich oder der Hund? Du! Nein, der Hund zufällig. Immer alt wird, ey. Ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend, oder? Nee, zuerst das. Schau da steht doch, da stehen doch Zahlen drauf. Ja, eins. Du kannst das mal bitte festhalten, weil ich kann das nicht allein. Zwei. Steht bei dir die drei? Nee, hier. Drei. Da steht auch eine zwei. Ach so. So. Jetzt. Das muss jetzt hier.
hier reinschieben kann man. Ich schätze gleich, das ist der Stock. Kannst du das mal festhalten? Und ich drücke jetzt das hier so rein. Das sieht gut aus. Ajo. Jetzt sitzt du auf dem Boden drauf. Ruckzuck, ist zusammengebaut. Ecke. Kannst du das mal reinschieben? Ob es passt. Ob sich die harte Arbeit gelohnt hat. Wir wollen den Wartensitz gerade selber machen. Perfekt, oder? Und gleich wieder einpacken. Voll schön auch mit der Wandfarbe, finde ich. So, ich hatte ihn jetzt nämlich gerade schon für meine Story auf Instagram ausgepackt. Das heißt, ich kann es euch jetzt trotzdem noch mal ganz kurz zeigen, wie der aufgebaut ist. Und zwar habt ihr da eure drei Proberöhrchen. Da füllt ihr den Code sozusagen ab, macht die wieder hier rein und könnt das Paket dann auch genau so, wie es ist, wieder an Vitevo zurückschicken. Da ist auch der Rücksende, wie nennt man das? Rücksendeschein. Rücksendeschein, also so ein Aufkleber halt, den ihr da drauf klebt. Also müsst ihr kein Porto mehr extra bezahlen oder so. Und ja, müsst einfach nicht extra zum Tierarzt fahren. Ich habe auch dieses Mal einen Rabattcode. Ihr bekommt 10% auf alle Tests mit Plio Bailey 10. Also nur, falls ihr da Interesse dran habt, mal so eine Box zu testen, dann könnt ihr wenigstens ein bisschen was damit sparen. So, ich stelle mich mal hier kurz ins Licht, solange wir noch Tageslicht haben, um das Video zu beenden. Ich denke, es ist lang genug geworden. Ich glaube, ich fange auch direkt nochmal einen neuen Vlog morgen an. Wir haben ja noch ein paar freie Tage, in denen ich noch ein bisschen was filmen kann. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich weiß nicht, ob der nächste Vlog auch das nächste Video wird, weil ich ja auch noch ein bisschen was anderes filmen wollte. Aber ja, ihr werdet es sehen. Macht's gut, ihr Lieben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denn dann verpasst ihr in Zukunft kein Video. Und ich würde mich zusätzlich auch noch mega drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!